Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, jetzt habe ich schon 6 Minuten aufgenommen und immer noch nichts gemacht, weil ich gerade gequasselt habe. In der letzten Folge ist unsere Kirche fertig geworden und es hat auf einmal Happiness reingebracht in unser Dorf. Das glaubt ihr kaum. Wir können mal runterspulen. Einmal kurz gucken. Es entschließen sich nicht alle hier zu bleiben. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Zufriedenheit ist 100. Braucht es einfach, bis das sozusagen ist. Aber hier Nahrung steht hier Brot, Fisch und Beeren. Was wir vielleicht heute hinkriegen sollten, oder was halt gut wäre, was wir auch vielleicht planen können, den Dorfplatz nach hier oben zu verlegen. Also wirklich den ganzen Dorfplatz hier lang verlegen. Alles, aber absolut alles nach hier oben. Ich tue mal die Zeit nach wieder vorspulen. Vielleicht geht das Geld, aber das Geld ist so... Doch so ganz check ich es nicht, weil hier steht plus 22. Schaut auch extrem gut aus, auch vom Handel her. Und wir sind auch mittlerweile bei den Dorfeinnahmen höher als bei den Ausgaben. Wo das Ganze hingeht, kann ich... Oh, Beförderung zu befehlen. Ich kann sie alle befördern, aber ich habe kein Geld. Mann! Auch Kohle. Also ganz checken tue ich es noch nicht. Jetzt sind die Ausgaben vom Dorf wieder höher als die Einnahmen. Hä? Vielleicht weil das hier unten ist und nicht hier oben. Machen wir eben die... Einer bittet um die Audienz von mir. Was wollen sie denn? Liefert 20 Fische an Fisch. Sind wir erst richtig short die ganze Zeit. Die fressen so viel Fisch aktuell. Ich muss leider alles für mich behalten. Tut mir leid, mein Freund. Ich hätte gerne die 200 gehabt. Aber ich bin dafür, wir planen den Dorfplatz jetzt um. Bearbeiten. Zu weit weg. Also müsste ich dann komplett neuen planen. Bedeutet, ich gehe hier auf Marktplatz. Oder ist das hier drunter? Town steht drauf. Dorfkirche Markt. Ich würde erstmal sagen, wir fangen außen mit dem, mit dem Wichtigen an, wollte ich sagen. Mit dem Zaun an, der natürlich außen rumlaufen muss. Weil immerhin geht es ja hier ins Militärgebiet eigentlich, ne? Und im Militärgebiet haben wir eindeutig nichts zu suchen mit unserem Dorfplatz. Und das vor allem keiner, wenn der sich mal einen Streit liefert, weil der Fisch nicht frisch ist oder so. Wie bei Asterix, ne? Gleich von der Klippe fliegt, bauen wir hier ganz gemütlich außenrum mal schnell den Zaun. Und da das jetzt eher schon der Tempo dauerhafte sein sollte, gehe ich mir jetzt hier ein bisschen mehr Mühe. Ja, okay, das unten war eigentlich auch einer, der bleiben sollte, aber ich glaube wirklich, dass der Einflussbereich wichtig ist mittlerweile. Und das natürlich dann viel ausmacht, wenn ich den da unten weit weg von deren Dörfern platziere. Oder von ihren Häusern. Deswegen tun wir den mal nach hier oben setzen. So. Also ich hätte gern so, dass du die mehrmals setzen kannst oder halt ziehen kannst und er tut es automatisch berechnen. Das wäre noch eine Erleichterung, ganz ehrlich. Also wie ich das jetzt mache, ist es ja auch die Qual. So, warte mal, wie weit sind wir denn so? Wenn ich bis dahin komme, bis zum Wald, dann wäre ich happy fürs Erste. Dann wäre ich happy. So. Alter, der Platz kostet sicherlich so nee, aktuell kostet er nur Bretter. Also das ist schon mal vorteilhaft, dass das echt nur Bretter kostet. So. Und währenddessen kann das Geld sich mal vielleicht versuchen zu sammeln. Das wäre sehr praktisch.
Zoom raus, Junge. So. Ganz gemütlich. Ein neuer Dorfplatz muss her. Das wird ein teurer Dorfplatz. Ein richtig teurer, das sage ich euch jetzt schon. Also allein wie weit jetzt schon der Zaun geht, das ist fast aber gut. Dann würde ich jetzt hier anfangen, die ersten Lebensmittelstände dann hinzustellen. So. Dass hier die Lebensmittelstände zum Beispiel sind. Die kriegen alle so ein rotes Zelt drüber. Weil ich würde sagen, rot ist jetzt, und rote Zelte sind unsere Essensleute. Oh Gott, der ist auch so schief. Das kannst du eigentlich keinem antun, ne? Warte mal. Kann ich dich bewegen? Oh Gott, nehmen wir mal das mal. Ich habe das nochmal gedreht, warte mal. So kann man das drehen. Wo war das? Das ist auch so schräg, Alter. Warte mal, versuchen wir mal. Die ein bisschen näher aneinander zu kriegen. Klick. Habe ich mir den gedacht, einen schrägen Dorfplatz zu bauen. Hm. Schlaue Idee und so, ne? Und dann ein Warenstand. Zu weit weg. Also ich darf den auch gar nicht so weit auseinander bauen. Dann setzen wir dich hier hin. Du kriegst das blaue Zelt drüber. Wie viel kostet der mich jetzt? 65 Gold. Autschi. Vorabkosten 250! Ja, okay. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis der gebaut werden kann. Aber ja. Wie kriegen wir denn jetzt am besten 250 Tacken her? Das war die nächste Frage. Weil das hätte hier schon Einflussbereich schon, ne? Oder denkst du, wir sollten ihn hier unten platzieren? Hier so lang. Aber ich würde den mal gerne umsetzen versuchen. Das heißt, nicht zu weit weg. Was war das erste Gebäude, was wir platziert haben? Das ist jetzt die Frage. Was das du? Ich muss jetzt wahrscheinlich die alle langsam umsetzen. Das ist eher die Frage, wo würde ich denn hier hinsetzen dann? Eigentlich müssten die auch hier unten. Ne, wir lassen das schon da. Weil das Dorf muss ja sich auch noch erweitern auf der einen Seite, ne? Das ist ja dann. Oh, warte mal, wo ist denn jetzt das Gebäude hin? Komm her, gib mir das. Dankeschön. Dann machen wir da halt hier irgendwie schöne Sachen noch hin oder so. Da gibt es hier noch Lebensmittelschilder. Alter, Bäume, ihr steht im Weg. Lebensmittelschilder. Hier so dazwischen. Perfekt. Naja. Nicht jetzt so wie geplant, aber ja, wird schon. Das hätte ja halt einen schönen Einflussbereich, ne? Aber Vorabkosten 250. Wollen die mich killen? Wo soll ich denn das Ganze jetzt herkriegen? Weiß noch nur, wo die ganzen Kosten hingehen. Brauche ich hier so ein Kostentab, wo ich genau. Dorfbewohner fehlt es an Kirche.
25. Und rein theoretisch muss die Kira auch noch geupgradet werden. Ai, ai, ai. Deswegen sind sie nicht so zufrieden aktuell. Immer noch verwundet. Wie lang ist denn der verwundet, bitte? Ausgaben. Wartungskosten sind... Konsumdorfbewohner sind 800. Handelseinkommen sind 220. Grundsteuer liegt bei 400. Wir haben viel zu hohe Wartungskosten. Woran liegt das denn? Was hat denn so hohe Wartungskosten? 15, 20? Nee, oder? Warte mal, bist das du? Du hast viele Wartungskosten wahrscheinlich, ne? Kann ich das Gebäude pausieren, so wie den Rest auch? Wartungskosten 126. Ja, da habe ich was angefangen. Der Burgfried hat auch 100. Ich habe die Vermutung, dass das, was ich hier getan habe, nicht der schlauste war und somit reiße ich nochmal die Festung ab. Hölzerner Bergkrieg wurde gelöscht. Das sollte unsere Economy schon mal einiges erhöhen. Wollte ich jetzt nochmal dieses komische Panel her, Haushalt hier. Grundsteuer hat ist es 207, Wartungskosten steigen. Immer noch so brutal hoch. Es wird um eine Audienz gebeten. Jetzt kommen sie wieder mit ihren 30 Bären daher. Ich glaub's nicht. Wir schauen, dass wir es hinkriegen, mein Freund. Wir schauen, dass wir es hinkriegen. Ich muss mir überlegen, wo ich die ganzen Wartungskosten hier habe. Das wäre jetzt schon mal interessant zu wissen. Weil wir verlieren so viel Kohle die ganze Zeit. Die ganze Zeit verlieren wir Geld. Und wenn wir hier auf die Kosten sind, dann sind es die Wartungskosten. Neben der Grundsteuer, die hier voll reinzieht. Das Gebiet könnte ich zum Beispiel wieder zurückgeben. Ich muss einfach mal schauen, was ich zurückgeben kann und was ich brauche. Aber die brauche ich eigentlich alle. Da sind alles aktuell. Ja, Militärmission. Ich habe keine Hütte mehr, Jungs. Das könnt ihr euch fürs nächste Mal abschmieren. Grundsteuer ist bei 400. Oh. Ist das eklig. Da sehen wir, dass wir einiges mehr im Minus sind. Und die Grundsteuer. Also, ich müsste das hier und die Wartungskosten irgendwie senden. Ist die Frage, wie kriege ich die Wartungskosten zum Beispiel runter? Wie viel kostet mich der Marktplatz? 55, das geht ja. Das Herrenhaus ist halt ein Problem, ne? Es kostet 126, aber das würde uns auch nicht retten, glaube ich. Das würde uns nicht ansatzweise retten. Aktuell sind wir aber positiv. Aktuell sind wir noch positiv und wir halten uns positiv. Was? Ich denke, auch wenn der hier weiter mittig steht, dann hat es gute Einflüsse. Jetzt geht es gerade runter. Jetzt geht es wieder in den Geldausgabebereich. Ich sage mal wieder dem Platz, dass er bitte nur Brot verkaufen soll. Ja, jetzt sind wir schon wieder... Oh, ich hasse es! Entschuldigung. Da bin ich mal dezent kurz ausgerastet. Aber ich check's halt nicht. Also so ganz check ich's noch nicht, was hier abgeht.
Wenn ich. Ich schau mal nochmal auf den Handel. Warte mal, irgendwo ging das mit dem Handel hier. So. Ich verkaufe Steine. Er kauft das hier alles. Er kauft das alles. Schwerter können wir noch nicht bauen, weil wir haben kein Eisen zum Beispiel. Boot können wir verkaufen für 10. Fisch und. Oh, wir können auch Kleidung verkaufen. Warte mal. Handelswaren. Wo werden Kleidung? Kleidung wäre hier. Verkaufe bis Wert. Verkaufen wir mal bis Wert 40, würde ich sagen. Oder mal 35. Was ist das andere? Brot. Wie viel Brot haben wir auf dem Lager? Brot verkaufen bis zum Wert 50. Das könnte uns vielleicht wirklich aus der Bredouille gerade helfen. Das wäre super. Weil Händler müssten ja eh viel unterwegs sein und das sollte uns jetzt... Oh, schau mal, ich kann den neuen Marktplatz bauen. Schnell, schnell, bevor das Geld weg ist, Baubeginn. Aber jetzt schaut es auch so aus, als ob wir auf einem positiv bleiben. Das wäre auch schön, wenn das funktionieren würde. So, jetzt haben wir 200 mal extra erhalten. Ich will jetzt nicht unbedingt das Herrenhaus auch abreißen. Das wäre zu viel. Aber wenn wir durch die Händler genügend Geld dran scheffeln könnten. Was läufst du noch mit der Lanze rum? Steckbrief Soldat. Ja, er war mal Soldat. So schaut es eher aus. Jetzt geht das Geld schon wieder runter. Ich krieg irgendwann mal einen Anfall, ne? Wir haben so viel Rohstoff, aber es sind auch Kleidung und Brot ist weggekommen. Also haben wir eindeutig jemanden, der gekauft hat. Also muss hier auch irgendwo ein Händler unterwegs sein, der gerade Zeug einkauft. Irgendwo ist ein Händler. Ich weiß bloß nicht wo! Mann! Aber wenn ich die ersten bürgerlich machen könnte, das wäre ja schon mal Schritt nach vorne hier. Wie schaut es eigentlich mit unserem Dorfplatz aus? Oh, sie fangen erst an, den Zaun zu ziehen. Ups. Wir können ja hier auch mehr einfach zum... Die ganzen Arbeitslosen aktuell. Wir bräuchten ein paar Baumeister, Jungs, aktuell. Also aktuell wäre das möglich... Wo sind denn die ganzen Bauern? Da sind ein paar, die sind länger hier und haben noch keinen Job. Baumeister. Baumeister. Der kann nur Soldat werden. Baumeister. Baumeister. So, dann hätten wir schon mal ein paar Baumeister. Und die können sich jetzt alle noch viel, viel schneller um das Gebiet, glaube ich, kümmern. Ha! Oh, wir sind wieder bei 700. Yes, wir haben Geld. Wir sind raus aus der Finanzkrise. Leute. Boah, da freue ich mich gerade. Endlich wieder positive Zahlen zu sehen. Das macht was aus. Wie schaut es denn aktuell aus? Was sagt er denn? Wir machen 180 aktuell durch Handelseinnahmen und haben in den letzten 125 plus gemacht durch 400 Euro Handelseinnahmen und 1000 Konsum von Mitbewohnern. Handelsausgaben waren 250, aber das hat sich selber gedeckt. Die Grundsteuer haben wir zu 100 mit dem gedeckt und damit hatten wir dann noch fast 400 übrig. So läuft es. So soll das laufen, so soll es weiterhin laufen. Bauen sie denn schon? Oder sind sie noch immer, sie sind immer noch am Zaun. Ich werde sowas von. Klick, 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 klick. Da kann es sein, dass das als Mittelpunkt jetzt vom... Wo sind unsere ganzen Baumeister? Wir hatten noch viel mehr jetzt, oder? Oh, aber Leute, es ist schon 20 Minuten im Video. Damit muss ich sagen, ist dieses Video vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir unseren Dorfplatz hoffentlich fertigstellen. Also, bis dann. Ciao.